Aber ich glaube, dass diese Abos nicht so lange auf unserem Kanal bleiben, weil ich... Geht's eigentlich nur mir so oder findet ihr das auch total bescheuert, immer wieder Hallo in die Kamera zu sagen? Ich weiß auch nicht. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen an die Begrüßung. Ich komme mir dabei irgendwie immer noch total komisch bei vor. Aber ja, es ändert sich wohl nicht. Also in diesem Sinne, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Kascha und ich haben heute ein bisschen was vor. Wir treffen uns gleich mit Annalena. Annalena ist eine Freundin, die ich aus der Schulzeit kenne. Sie hat auch einen Hund, eine Akita-Hündin namens Lucy. Und wir wollen gleich, wenn Kascha ausgeschlafen hat, zum Waldstück fahren, den ihr auch schon aus dem vorletzten Vlog kennt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu verlinken und ihr könnt draufklicken und ja, viel Spaß damit. Ja, also, wir werden gleich losgehen und ja, mal gucken, wie gut ich euch überhaupt mitnehmen kann, weil ich ja meine Fotokamera dabei habe, die echt sehr schwer ist mit den ganzen Objektiven und dem Fotorucksack. Und dann nebenbei noch die Vloggerkamera und das Stativ dazu und das neue Lämpchen, was ich jetzt hier schön benutze und das Ansteckmikro und der Empfänger und ja, das ist schon ein bisschen viel und den Hund habe ich natürlich auch. Ja, aber ich werde versuchen, das so gut es geht zu machen und mal gucken, wie es mir gelingt. Vielleicht seht ihr hinterher auch einfach gar nichts. Ich bin müde. Ich muss mal aufstehen. Wir müssen gleich los. Es ist jetzt nämlich schon 20 vor 2 und 10 nach 2 sollen wir da sein? Nee, gar nicht wahr. Halb 3 sollen wir da sein. Also müssen wir 10 nach 2 los. Naja, auf jeden Fall müssen wir gleich losfahren und ja. Na du kleiner Krümel, freust du dich schon, dass wir gleich unterwegs gehen? Ja? So, wir sind jetzt im Wald angekommen und werden ein paar Bilder machen. Und bist du zuversichtlich, dass wir ein paar gute Bilder machen? Boah. Ja. Das Wetter ist ein bisschen komisch, aber... Ja. Oh, es juckt. Schnee. Krass, das ist jetzt ganz schön leer hier, ne? Ja. Oh, da hinten kommen wieder Menschen. Wir müssen immer den Menschen ausweichen, weil wir das nicht mögen. Ja, Mensch mit Hunden. Kascha raschelt hier, aber wir kriegen das Licht von da. Kann sie mit ihren Pfoten hier so drauf stupseln? Oh, sie ist so süß. Super. Sie ist voll der Monkey. Hab sie. Gut, langsam. Oh. Sollst das nicht so wild machen. Langsam? Ja, gut, warte. Ja, super. Klasse, warten. Klasse. Man kann schon mal noch sehen. Super machst du das. Kannst du sie hier so reinsetzen, dass sie mit der Schnauze hier ist und mich anguckt? Ja, genau. Genau, Rainer. Und dann Kopf möglichst nach oben. Oh, sie ist süß. Lucy hat gute Laune. Ja. Lucy. Oh, sie hat den Kopf ins Wasser gesteckt. Oh, moin. Oh, sie kann ja richtig lange die Nase an. Oh nein! Sie ist jetzt in der Pfote. Oh, Baby. Eigentlich muss ich davon Filmaufnahmen machen, scheiße. Nein. Kannst du mal noch da was werfen? Bleib mal bei ihr und guck mal. Lulu, Lucy! Ja, hallo! Super.
Ist ja schon cute. Könnt ihr noch ein bisschen weiter in die Mitte reingehen? Ich hab's. Und dann lächeln. Und hast du ein paar gute Bilder gemacht? Annalena fotografiert nämlich auch mit einer Sony. Welches Sony hast du? Alpha 6100. Und welches Objektiv? 50 mm. Aber keine Vollformatkamera. Nee, genau, keine Vollformatkamera. Aber. Also 80 mm. Ja, genau, du hast 80 mm ungefähr, wenn du einen 50 mm drauf hast. Also haben wir ungefähr mit der gleichen Brennweite jetzt fotografiert. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück und treffen hoffentlich nicht wieder diese Dummy-Leute. Sind wir wieder bei dem Wurzelwerk. Also das sieht schon echt cool aus, ne? Wenn man die Hunde da irgendwie gut drauf platzieren könnte, aber... Aber dann muss man so weit weggehen, ne? Wir haben ja so viel Brennweite mit. Mit einem 35 mm wäre das jetzt was anderes. Aber schon beeindruckend irgendwie, ne? Annalena sucht sich jetzt einen Weg. Der Hund soll da rauf. Der Hund soll da rauf, ja, okay. Wenn wir uns hier hinstellen und ganz ruhig sind, dann kann ich das rausschneiden als Foto. So, jetzt machen wir einfach von uns einfach nur Duft drin. Super. Klasse. So. Motorgeräusche. So. Motocross oder? Das habe ich vorhin tatsächlich überhaupt nicht gehört. Ich habe immer nur dieses hier, dieses Rascheln wahrgenommen. Ab. Super. Dann habe ich noch etwas, was ich euch richtig gern mitteilen wollte. Aber ich glaube, ich muss erstmal raus. Weil wir, glaube ich, gerade ein Paket bekommen haben. Ja, ist das ein Paket? Das ist bestimmt schwer. Mama hat Scheine bestellt. Mama hat Scheine bestellt. So, ich wollte euch etwas erzählen. Es ist einfach richtig cool. Ich habe gestern zum ersten Mal einen YouTube-Shorts gemacht, weil ich den Tipp von Louis erhalten habe. Ich guck mal, dass ich das hier irgendwie hinpapsen kann von Louis. Und ich werde ihn auch nochmal in die Infobox verlinken, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Auf jeden Fall hat Louis Frauchen mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja mal YouTube-Shorts ausprobieren könnte, weil man dadurch noch ein paar mehr Abonnenten bekommt. Und ja, das habe ich gemacht und unglaublich. Wir hatten auf unseren erstes YouTube-Shorts 2500 Aufrufe. Das hat schon richtig gut Anklang gefunden und wir haben auch ein paar neue Abos bekommen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Aber ich glaube, dass diese Abos nicht so lange auf unserem Kanal bleiben, weil ich das YouTube-Short nicht so ganz clever gemacht habe. Ich habe halt so ein paar Szenen von mir und Kascha zusammengeschnitten. Da war jetzt keine Stimme mit bei, also keine Sprache. Die Leute wissen also quasi erstmal nicht, welche Sprache wir sprechen und unsere Vlogs und was auch immer, alles, was wir tun, ist ja auf Deutsch. Und ja, deswegen denke ich mal, dass das nur sehr kurzweilige Abos sind. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass das YouTube-Short so gut angekommen ist. Und ja, das war schon ziemlich cool. Dann wollte ich gerne noch was loswerden in Bezug auf die Sprache, die ich eben erwähnt hatte. Also weil ja das YouTube-Short sozusagen ohne Sprache funktioniert, weil man halt nur Bilder von mir in Kascha sieht, mit einer Musik unterlegt. Und ich war heute Morgen richtig erstaunt, denn ich habe so einen richtig langen, tollen englischen Kommentar unter unserem neuesten Vlog bekommen. Vielen lieben Dank nochmal dafür an die Besitzerin von Roxy. Ich weiß leider noch gar nicht ihren Namen, da muss ich nochmal nachfragen. Denn meine Vlogs sind anscheinend mit Untertiteln. Ich habe das nie bewusst gemacht. Also entweder hat YouTube das gemacht oder mein Videoschnittprogramm hat das irgendwie hinterlegt. Was ich ziemlich erstaunlich und cool finde, weil ich bei einigen anderen Videos irgendwie keine deutschen Untertitel habe und also dementsprechend halt auch keine englischen Untertitel, wie auch immer. Und bei meinen Videos geht das anscheinend. Also man kann meine Videos wohl international gucken, was ich echt total verrückt finde. Ja, das wollte ich auch nochmal loswerden. Verrückt, was sich jetzt hier alles so getan hat.